Hallo und herzlich willkommen, Mitreisende durch das Universum, zu, naja, wahrscheinlich einem kleinen Ersatzvideo. Und ja, ich würde gerne ein Video hochladen, wo ich so ein bisschen die Stimmung hebe wegen dem, naja, gestrigen Video, was jetzt nicht so stimmungserhellend war. Und während ich jetzt ein bisschen durch das liebe Funhaus latsche, werde ich mal so ein bisschen darüber erzählen, dass es bedauerlicherweise heute keinen Livestream geben wird. Der Grund ist wahrscheinlich bereits rauszuhören, denn ich bin krank. Ja, ich fürchte, das hört man schon raus. Die Nase ist zu und ja, also die ganze Zeit war ich am Kränkeln, nun hat es mich erwischt, ich bin krank, ja. Und ja, so viel dazu. Hier muss ich also so erstmal gucken, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer mehr. Wow, ja, das war intelligent. Ich habe keinen Schimmer mehr, was ich jetzt hier nochmal tun muss. Und ja, ich werde erstmal so ein bisschen exploren. Ich glaube, das war ja, vielleicht sollte man sprechen. Ja, egal, ich schieb's darauf, dass ich krank bin. Ich werde das jetzt auch nicht allzu lange machen, weil, sind wir mal ehrlich, ich glaube, es gibt spannendere und coolere Dinge, mir dabei zuzuhören, wie ich krank bin. Ja, wie das immer so ist. Ja, jetzt die große Preisfrage. Ich glaube, darüber musste ich nicht. Wozu hat mich denn dann da aufgemacht? Oder muss ich doch dahin? Nee? Nee, offenbar nicht. Tut mir leid für dieses Geräusch. Ey, ich werde gleich eh laden. Alles Tutti Frutti Haribo. Okay, den Schalter auf der linken Seite kann ich mir, denke ich, ersparen, weil hier sind nur Punkte und ein Leben. Das dürfte, wenn ich mich nicht täusche, auch das Level sein mit dem Segredo Level. Oh ja, I'm stupid again. Ja, meine Güte. Also den rechten Schalter brauche ich, um hier aufmachen zu können, weil hier muss ich tatsächlich hin und da sieht man ein Bild von den lieben No Spike aus Teil 6. Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. So krank musst du erstmal sein, dass du von einem Spiel, was du, ich weiß nicht, schon seit fast 2 Jahrzehnten spielst. Aber da musst du überlegen. Das ist wunderbar. So, jetzt dürfte hier offen sein. Ich habe das halt, wie gesagt, eine lange Zeit nicht mehr gespielt. Ja, jetzt habe ich mich zu sehr auf die Sloopel konzentriert. Also ihr seht schon, ich habe noch gar keinen Plan, wie ich das Funhaus spielen möchte. Aber trotzdem wollte ich das so ein bisschen machen, weil das Projekt hier, das geht schon relativ lang. Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr lange her. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal so. Ja, fantastisch. Nein. Wow, das hat erstaunlich gut funktioniert. So kann man auch Schuss sparen. Wunderbar. Ja, das ging auch tatsächlich diesmal ein bisschen schneller. Ja. Oh Mann, von so welches Netzwerk. Oh mein Gott. Oh mein F. Mhm. Ja. Grandios. Mann von Chicali Netzwerk zeigt mal wieder, wie es nicht gemacht wird. Meine Güte. Ich wollte schon sagen. Ah, es ging aber fix. Ja, es ging so fix, weil ich irgendwie 50% vom Anfang direkt einfach mal geskippt habe.
Und ich verhaue den Impossible. Ich sollte, was heißt denn Impossible? Eigentlich habe ich ja so gesehen den Speedjump verkackt, also... ja, ich bin nicht wirklich auf der Höhe, das merkt man, dass ich hier schon irgendwie... Okay, normalerweise, bevor ich einen Run mache, mache ich mir schon Gedanken normalerweise, wie ich das machen möchte. Habe ich diesmal nicht gemacht und den Snubbel habe ich nicht erwischt. Ja. Okay, diesmal versuchen wir das prinzipiell richtig zu machen. Das wäre schon am Anfang. Kann ich von hier eigentlich schießen? Wir probieren das mal. Okay. Das ist ein Wissen, das auf jeden Fall hilfreich ist, dass ich von da aus schießen kann. Bei den anderen habe ich das jetzt allerdings nicht getestet und mein Timing ist offenbar ziemlich schlecht. Aber ja, so nach dem Video von gestern fragen sich sicherlich einige, wie es mir so geht. Sagen wir mal so, es geht, ja. Also, ich würde lügen, wenn ich sage, es geht gut, aber es geht. Also, mir geht es halt den Umständen entsprechend. Ja, ist, denke ich, normal. Also, da braucht ihr euch hoffentlich keine Sorgen zu machen. Ich muss halt einfach nur gucken, dass ich irgendwann mal wieder, naja, sagen wir mal so, zurückfinde. So. Also praktisch in den normalen Alltag und so. Naja, ihr kennt das. So. Jetzt die große Preisfrage. Ab hier habe ich nur noch. Also ich weiß, wo das Secret ist. Aber ich glaube, ich muss nicht noch irgendwas vorher machen, bevor ich da lang kann. Ich weiß es nicht mehr. Der Mann von solches Netzwerk ist ratlos. Immerhin hat der Mann von solches Netzwerk das hingekriegt. Okay, so, wo war nochmal der Eingang? War der Eingang? Ich glaube, der Eingang war hier. Ja, fantastisch. Also hier irgendwo ist der Eingang. Wenn ich mich jetzt daran erinnert hätte, wo der genau hier ist. Hier ist halt das Secret, wo es halt zu diesem Fahrzeug geht. Das ist ähnlich halt wie bei Keen 4 der magische Fuß. Das ist halt das magische Fahrzeug, was einen zum Secret Level bringt. Also das wäre so grob. Der Run ist eigentlich nichts Besonderes. Ich muss halt einfach wissen, was getan werden muss. Und ja, also ich glaube nicht, dass jetzt die Tage großartig was geben wird. Wenn es mir einigermaßen geht, wird es morgen oder übermorgen, sagen wir mal so, The Matrix geben. Ja. Aber es gibt bedauerlicherweise jetzt keinen Stream. Eigentlich war es jetzt angedacht, wir haben jetzt etwa Punkt 9:30. Eigentlich war es jetzt angedacht zu streamen. Aber ihr hört es selbst, ich bin leider Gottes nicht in der Lage dazu. Ich werde das jetzt auch so schnell wie möglich hochladen, damit auch Dr. Faustus Bescheid weiß. Also... das war Funhouse, das war leider, glaube ich, nicht so spaßig. Auf jeden Fall, es hat mich erwischt. Nachdem ich die ganze Zeit gekränkelt habe, bin ich nun in Anführungszeichen endlich krank. Aber naja, ich gehe mal davon aus, das dürfte sich schnell erledigen. Das einzige Problem ist aktuell, es gibt ein bisschen viel zu tun. Also so nach dem ganzen Studiumsscheiß und so. Muss man jetzt wieder ins Berufsleben finden und dann ist auch noch viel im Haushalt zu tun, wie man das so kennt. Und nebenbei noch irgendwie Zeit für Hobbys und so zu finden, ist halt auch mal so ein bisschen schwierig. Und jetzt bin ich ja auch noch krank. Das heißt, es wird diese Woche auch eher schlecht oder schwierig mit Vorstellungsgesprächen. Da kann ich schlecht krank hingehen. Da muss ich jetzt wahrscheinlich auch eine Absage raushauen. Mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht geht es mir auch die Tage schon wieder ein bisschen besser.
Ich muss sagen, heute Abend geht's. Also ganz, ganz schlimm war es heute Morgen. Da bin ich fast gar nicht aus dem Bett gekommen. Hab zwischendrin, glaube ich, auch am Nachmittag und Abend, während ich die Wäsche gewaschen habe, auch immer mal eine Stunde oder zwei geschlafen. Ja, irgendwie die Küche geputzt und so und direkt ins Bett gelegt, eine Stunde geschlafen. ja, ist, naja, ist so eine Sache aktuell. Ich hoffe einfach mal, das regelt sich alles. Macht euch keinen Kopf um mich und ja, wird schon werden. Ansonsten drückt mir für Freitag die Daumen. Da ist noch mein Euro-Jackpot Lottoschein gültig. Vielleicht hat man ja doch irgendwann mal Glück. Naja, wer weiß das schon. Immer schön optimistisch bleiben, Leute. Und ja, grüßt mir die Sonne und macht's gut.